Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere. Artyomitsch, wenn du Kultur erleben willst, das Bolschoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Metro, um ihre Aufführungen zu sehen. Wir waren unser ganzes Leben im Reich und jetzt sind wir Freaks? Das passiert ständig. So, der sieht irgendwie wichtig aus. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Aber Sie verstehen doch, dass wir hier nicht... So, okay, dann dürfen wir hier durch. Ich habe die Regeln nicht gemacht, ja? Okay. Na dann. So, und was kann man hier schön machen alles? Patronen für den letzten Überlebenden. Oh, der ist schon besoffen. Okay, ja. Was zum Saufen brauche ich jetzt aber nicht. Ich will doch nach Hause. Ah, was macht der da? Ja, schon das war ein komischer Vogel. So, hier ein Clown. Ob man nicht aussieht wie ein Clown. So, ein Markt. Ah, was können wir hier Schönes kaufen? Munition. Oh, Sprengstoff. Hier ein Messer. Die haben wir aber, glaub ich, schon alle. Oder wie viel haben wir? Wurfmesser! Leise und tödlich! Du gibst schon auf? Ja, und hier drüben Fisch. Okay. Mache ich wieder mein Rad auf. Hier. 5 Messer habe ich eigentlich. Granaten habe ich auch schon richtig viele. Ja, okay, dann brauche ich da ja nichts eigentlich. So, was haben wir hier? Okay, hier komme ich aber nicht weiter. Das ist wohl das Theater. Nun, Artyom, ich habe alles arrangiert. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Das hier ist Theater. Okay. Ja, weil scheint fragen, wo ich dann hin soll. Also, woher kommt ihr jetzt plötzlich? Zeig mir eure Tickets. Oh, natürlich. Kommt rein. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Will aber auch in die Garderobe? Sind die Ladies, wo sie sich umziehen? Maestro, wenn Sie so nett wären, der kommt. So, du hast die Garderobe. Na, die Ladies sind schon auf der Bühne. Oh Mann. Aber nach der Aufführung
Ja, richtig noch mit Live-Musik am Klavier. Artyom, und? Hat dir die Aufführung gefallen? Zeit weiterzugehen, du Kunstmäzen. Da gar nicht angeschaut, groß. Aber eine Schnellaufführung. Oh la la. Nicht mehr? Helen, ich bin total in euch Mädchen verliebt, aber ich hatte geschäftlich zu tun. Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. Jana, lass mich mal dein Puder benutzen. Dein Puder? Ja, das ist ein Safe. Oh, auch abgeschlossen. Schade. Artyom, mir scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft, ha? Ja, das ist schon ein hartes Leben ohne eine weiche Frau. Alter, was weiß der Mann? Ich bin der Blöde unten. Ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Ja, okay. Hier bitte zwei von unseren Spezialitäten vom alten Vorrat. Hoppla, das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Ja, na dann, auf uns. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, gönnen wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Wow, also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Artyom, hau weg den Scheiß. Ja. Ach, ja, wo war ich? Ah, ja, Herr. Jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an. Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier, weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter, bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Runter damit! Also, mein Freund, so läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Und du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten, nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. Willkommen zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Bewegung! Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Artyom, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Alter, ich hab den auch rausgeholt.
Was soll denn der Scheiß? Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl, Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl, der Genosse General ist auch hier. Das ist ihm ein Glückstag. Dann geht alles viel schneller als erwartet. Sieh mal, Artyom, du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Aber das Motto deiner Kameraden vom Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor. Und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wer ihn kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. Guten Tag, Genosse General. Genosse Morosow, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Miller vertraut. Zusammen haben sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Junger Mann, sparen wir uns das anfängliche Abtasten einfach und kommen wir zur Sache. Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär, Genosse Moskwin. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also, eigentlich wollten wir... Ach, stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt. Na, da! Oh. Immer noch nichts. Nimm das, Miststück. Sprich, oder du wirst es bitter bereuen. Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle. Was machst du denn da, Papa? Das nennt man Verhör, Lenya. Verhör, das Übliche. Was denn? Hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein! Du kleines Stück Scheiße! Ohne Blut gibt es keine Macht! Doch, gibt es! Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und... Komm hierher zurück! Gottverdammt! Du bist ein Schwert. In Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spieße. Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Komm hierher zurück! Du, ich muss Leonid zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Alter, war das einmal Pipi rein?
Das Serum braucht einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Gorbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu, wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schächten vor meinem Vater zu verstecken. Jo, dankeschön. Das sage ich dazu nur. Nun, ich wünsche dir viel Glück. Ja, ich dir auch, Kollege. Was wollen die in Venedig? Ich meine, Venedig ist doch in Italien eigentlich. Wir sind doch irgendwo in Moskau, Russland, irgendwo in der Nähe. Wollen die bis nach Venedig gehen? Oder gibt es auch eine Stadt, die so heißt oder so? Setzen Sie sich, Corbett. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ah, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis. Die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert. Und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel. Ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja. Aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht! Ich? Moskwin, als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Moskwin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Gorbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. So, na dann, gehen wir mal weiter. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General. Uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten.
Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dicht der roten Linie! So, okay, wissen wir da auch Bescheid. Wir kriechen mal eine Runde weiter.